Ja, Smokers News TV, das ist die Messeausgabe sozusagen unter Smokers News und seinem Schaufenster. Und Gesprächspartner, das ist Willi Knopf von Laura Schawin bzw. von der Zicker Company. Ja, Laura Schawin und Messe, das ist schon lange her. Aber Laura Schawin unter diesem Label, unter der Zicker Company, das ist neu und auch neu bei uns. Willi. Laura ist back, das haben wir bereits im April 2019 unseren Lesern offenbart. Die neue Laura haben wir verfolgt, kontinuierlich auch berichtet und natürlich auch zum Macher, zu Willi Knopf. Bitte, du bist ein leidenschaftlicher Aficionado und dann zu ein Marketingmann. Du hast die Markenrechte übernommen und hast gemeinsam mit dem Produktionspartner Günter Schichel eine neue Ära für die Laura Chemie eingeleitet. Jetzt im September 2020. Ja, da schauen wir mal, was die Marke so erreicht hat, wie du aufgestellt bist. Und jetzt frage ich einfach mal, alles gut gelungen? Zufrieden? Ja, also wir haben ja vor 3 Jahren die Zicker Company Willi Knopf bereits gegründet. Und der eigentliche Start, den haben wir mit der Edition 2019 für dieses Frühjahr geplant, sind auch gestartet und mussten wie alle anderen auch relativ schnell nach circa 10 Tagen schon Anfang März mit dem Lockdown die Vertriebsaktivitäten wieder einstellen. Das war natürlich oder ist gerade für ein Comeback doch recht schwierig. Mittlerweile sind wir doch sehr zufrieden, weil wir sind jetzt mit 3 Vertriebsmitarbeitern deutschlandweit unterwegs, haben auch viele, viele Neukunden gewonnen. Täglich kommen neue hinzu. Und was ich auch heute sagen kann, wir sind seit dieser Woche auch in Österreich wieder. Das sind doch sehr schöne Ergebnisse. Aber auf Ergebnissen ausruhen sollte man sich nicht. Und ich habe da so ein kleines Sprichwort aus China: Wer sich im Erfolg sonnt, wird bald den Nebel sehen. Ja, kommt der Nebel? Also, Nebel ist natürlich einmal so und einmal so. Wir Genussraucher sehen da natürlich die Rauchwolken, die angenehmen Rauchwolken, die uns begleiten, die uns Spaß machen. Du hast ja ein breites Portfolio, wie wir eben schon gehört haben, aber du hast auch konsequente Pläne umgesetzt und die werden dich auch in Zukunft nicht vernebeln, wie ich dich so mittlerweile kennengelernt habe. Ganz kurz, welche Marken habt ihr in den letzten Monaten auf den Weg gebracht? Die Edition 2019, die ich vorher schon erwähnt hatte, unser Herzstück ist die Classic Edition. Da haben wir 8 verschiedene Formate. Ich habe da zwar mal für das Messeschaufenster was vorbereitet. Das sind die 8 Formate. Hier unsere wunderschönen Kisten dazu. Habe ich auch mal im Stapel, um es zu zeigen. Das ist wie gesagt das Herzstück mit 8 verschiedenen Formaten, ist auch für jeden etwas dabei. Das Deckblatt ist ein Connecticut aus Ecuador. Die unterschiedlichsten Formate, wie gesagt, das ist einmal die Corona als Klassiker, sehr beliebt. Dann auch ein Klassiker nochmal, die Bellicoso. Dann haben wir ein sehr elegantes Format, das ist die Diadema. Sieht man, ist gut genug, ja? Ja, so ist gut, ja. Dann haben wir hier noch die Robusto, die klassische Robusto auch. Ein etwas größeres Ringmaß, ich glaube ein 61er. Darfst du uns gerne ein bisschen länger zeigen? Wir möchten Okay. viel mehr Genuss haben, wenn wir die sehen. Haben wir die Zeit? Das schaut schon gut aus, ja, gut. Ja. Das ist ein sehr großes Ringmaß, gibt aber absolute Fans davon. Dann haben wir nochmal den Klassiker, die Churchill, die gerade für diesen Blend auch perfekt ist. Der Blend selbst ist, wie
wie alles, was wir neu entwickelt haben, unterliegt der Prämisse, dass wir keine allzu kräftigen Zigarren machen wollen. Das heißt, eine Zigarre darf mich nie belasten, ist so ein Spruch von mir, weil sonst ist es kein Genuss mehr und ich lege sie weg. Entsprechend haben wir hier eine Stärke von ca. 4,5 auf der Skala bis 10. Das ist die kleine Perfecto, die ist die beliebteste aus diesen 8 mittlerweile. Und eine meiner Lieblinge ist dann hier nochmal die, Finolago, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, hat eigentlich den größten Bums sozusagen innerhalb dieses Blends. Die Zigarren selbst sind sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Ich selbst rauche am Tag 4-5 Zigarren, beginne am liebsten eben mit leichteren Zigarren, wie das alle Vielraucher, glaube ich, machen. Erst in den Abendstunden kommen dann die kräftigeren Blends zum Einsatz. Entsprechend ist es, wie gesagt, eine Zigarre für alle Gelegenheiten. Und ein sehr großes Geschmacksvolumen ist vorhanden und ist entsprechend auch sehr beliebt. Preis-Range ist von 14 bis 18 Euro. Und wir haben die auch in einem schönen Sampler für den Handel als Verkaufsdisplay. Der ist jetzt allerdings jetzt zu groß gewesen hier für unser kleines Messenger-Fenster. Angelehnt an die klassische Linie haben wir die kleinste Zigarre, handgerollte Longfiller-Zigarre der Welt. Das ist hier in diesem Kästchen zu sehen. Ist für mich immer noch ein Rätsel, wie man die von Hand rollen kann, auch wenn ich es oft gesehen habe. Es ist eine vollwertige Zigarre, entspricht dem Zeitgeist. Mal ein Zigärchen zum Espresso oder einfach mal zwischendurch. Es gibt auch viele, die ausschließlich diese Zigarre rauchen und ansonsten gar kein Zigarrenraucher sind. Was wir noch haben, das kommt nächste Woche für den Handel nochmal ein Display, wo wir dann quasi hier 30 solcher Päckchen präsentieren können. Sind Bovedas mit drin, das heißt, man kann das auch außerhalb vom Humidor begehbaren Humidor platzieren, vielleicht auf der Theke oder so. Also ich denke, das wird ein tolles Teil werden. Der Blend selber, wie gesagt, ist auch davon von der Mini-Zigarre sehr nah bei der klassischen Linie, allerdings etwas abgeschwächt. Ansonsten könnte man bei so einem kleinen Teil, das ist 6 cm auf 1 cm, wäre das wohl zu kräftig. Dann haben wir als nächsten Blend, das ist auch unser neuester Blend gewesen, sehr beliebt, die Virginie Nummer 1. Das ist ein Toro-Format. Die Virginie selbst ist auch ein Connecticut Deckblatt Ecuador. Der Rest ist alles der Color. Der Olor Dominican Virgen, der Carbonellsche, das ist der Urtabak. Wir hatten darüber berichtet in eurem Format. Hier sieht man die Kiste geöffnet, wunderschön. Der Name Virginie entspringt eben diesem Urtabak. Bereits im 18. Jahrhundert haben die Tabakbauern begonnen, das Saatgut zu kreuzen, und um resistenter zu sein gegen Schädlinge. Mittlerweile ist daraus entstanden, dass es weltweit wahrscheinlich oder fast ausschließlich Hybride gibt, die zum Einsatz kommen. Und die haben dann natürlich die Eigenschaft, dass sie sich auch immer ähnlicher werden. Entsprechend war das für uns ganz wichtig, dass, und gerade für meinen Partner Günter Schischel, diesen Urtabak quasi wiederentdeckt zu haben bei der Familie Carbonell. Und dieser Tabak ist auch ein, oder
der Grundbaustein sehr, sehr vieler oder der meisten Blends, die aus der Tabacalera Alta Gracia kommen. Ganz interessant dabei, und es sind unsere Neuheiten, die wir diesen Herbst noch auf den Markt bringen werden. Die Virginie war unser Bestseller bisher. Da haben wir hier die Nummer 2, das ist eine Bellicoso. Und wir haben die Virginie Nummer 3, eine Lonsdale. Ich kann die gleich auch nochmal dann einzeln zeigen. Voilà. Das ist mir jetzt rausgefallen, weil ich schräg halten musste. Einfach so schwer. Zu schwer, nee. Das ist das Gegenteil ist der Fall. Also das hier ist jetzt nochmal die Lonsdale. Ja. Kann man sie gut sehen? Ja. Und dann auch nochmal, das ist wieder die Virginie Nummer 3 werden. Und das hier ist die Bellicoso. Wir haben einen 43er Ring, haben wunderschöne Deckblätter, Seiden, fast schon erotisch, würde ich sagen, die Teile. Und sind genau wie die Nummer 1, vom ersten bis zum letzten Zug, perfekter Abbrand, perfekter bis Ende, eigentlich ideal. Das weiter im Programm. Die Concours, die wir auch wieder aufgelegt haben. Wir haben ja alle Blends überarbeitet. Die Robusto, sagen wir mal die Kisten erst. Und als Diadema. Optisch sehr schön. Die Kiste. Ja. Da. Das sind jetzt. Alles ist in Zellophan, auch wenn wir teilweise jetzt die Zigarren, die wir zeigen, auch mal aus dem Zellophan rausgenommen haben. Die Concours selbst ist bei einer, würde ich sagen, 6 von 10, also etwas kräftiger als die anderen beiden eben genannten. Kann man gerade noch mal schnell zeigen. Das sind die Zigarren selbst, also einmal die Robusto, eine etwas kurze Robusto und dann hier nochmal die Diadema. Schönes Deckblatt, ja. Ja. Etwas. Es ist eine dominikanische Puro, die Concours. Und ist neben der Farben, die haben wir als die Kisten. Kann ich auch mal öffnen. Hier als Petit Corona. Schön, ja. Und dann nochmal als Grand Robusto. Sehr beliebt bei den Rauchern, die etwas das Kräftigere mögen. Hier sind wir also bei einer 6,5 von 10. Aber eben immer mit einem sehr großen Geschmacksvolumen. Das sind im Ganzen mal unser derzeitiges Portfolio. Jetzt weiß ich nicht, vergessen habe ich glaube ich nichts. Soweit kann die beiden noch mal kurz auch als Zigarre zeigen. Das ist noch mal die Petit Corona. Mhm. Und das ist noch mal die Robusto. Okay. Kannst du umlegen? Ja, Willi, das ist doch so. Interessant, was du rüberbringst. Ich würde jetzt einfach sagen, von den Tabaken der Urzeit, also von den Urtabaken, gehen wir nochmal in die Echtzeit. Du hast ja auch deinen Vertrieb aufgebaut, ihr seid jetzt unterwegs in Deutschland. Die Zeit war nicht ganz einfach. Du bist ja in einer Zeit sozusagen gestartet, wo es viele Probleme gab. Aber die Zigarrencompagnie, Laura Schwabin, hat einen richtigen Weg gefunden, wie ich meine. Und ihr konntet auch einiges befriedigen, was andere nicht befriedigen konnten. Sehe ich das richtig? Ja, was uns in die Karten spielt, ist die Nachbarinsel Kuba,
im Premium-Segment Lieferschwierigkeiten hat. Und die Fachhändler händeringen teilweise nach Alternativen suchen in diesem Premium-Segment. Da sind wir zu Hause. Und das kann man sagen, das spielt uns. Premium-Zigarre, wunderbar. Wie geht's denn weiter? Du hast jetzt ein richtiges Paket uns hier offenbart, was ich sensationell finde, das in dieser kurzen Zeit. Ich meine, wenn man jetzt mal die Jahre zählt, seitdem du mit der Laura Schien unterwegs bist, ist ja das, was geschaffen wurde, sensationell. Aber kommt da noch was oben drauf? Hast du noch was im wahrscheinlich hast du noch was im Köcher, was du uns heute nicht sagen willst. Aber ich gehe mal davon aus, dass du mit Gitter Schichel noch weitere Produkte in der Planung hast und dass auch vielleicht zum Jahresende noch irgend so ein kleines, besonderes Teil auf den Markt kommt, oder? Was wir sozusagen geplant haben, auf die Schnelle wegen der Verpackung, der Ausdruck, Schnelle, das wird ein kleiner Sampler sein, den wir offen gesprochen fürs Weihnachtsgeschäft anbieten wollen. Da wird dann die Robusto Concours, Terre de Mute und die Virginie drin sein, sodass in einem kleinen Dreierpack kann man dann die verschiedenen Blends testen von uns. Was dann fürs nächste Jahr geplant ist, das ist zurzeit die Hauptarbeit, weil für die nächstkommenden Jahre, wir haben sehr, unsere Kammern sind gefüllt mit wunderschönen Deckblättern, ganz tollen Tabaken, sodass wir jetzt auch aus viel, viel größeren Mengen arbeiten können, also viel mehr Substanz für die Blends auch weiter verfeinern, auch die bestehenden Blends. Und es werden neue hinzukommen. Wie du richtig gesagt hast, zu viel will ich nicht drüber sagen, weil einiges noch auf der Kippe steht. Was werden wir auf jeden Fall bringen? Was lassen wir weg? Ich habe jetzt über 300 jetzt nächste Woche kommen nochmal welche, schon wieder Verfeinerungen aus den ersten Erkenntnissen. Und ich stehe tatsächlich tagtäglich mit Günter Schichel, haben wir sehr lange Telefonate, um uns immer auszutauschen, wie entwickeln sich die Zigarren hier und so weiter und so fort. Also das sind definitiv fürs Frühjahr wird einiges kommen, vorher mit Sicherheit nicht mehr. Also das, was vorher kommt, habe ich vorher schon erwähnt. Und alles andere konzentrieren wir. Wenn ich deine Mimik richtig interpretiere, kommt da wirklich noch viel Gutes auf uns zu. Das suffisante Lächeln im Moment auf deinem Gesicht zeigt, da ist vieles in der Mache. Wir freuen uns alle darauf und vor allen Dingen freuen wir uns auch, dass du uns heute all diese Informationen gegeben hast. Wir wünschen der Zicker Company, wir wünschen der Laura Schardin, wir wünschen dir und Günter Schichel natürlich weiterhin richtig großen Erfolg. Und wir bleiben beide auf der Spur. Gute Zeit, Willi, und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für das Interview und für die Möglichkeit, unsere Zigarren bei dir zu präsentieren. Und vielleicht im nächsten Jahr ja mal wieder auf der Messe vor Ort. Wir werden sehen.